Das ist Merlin. Das ist Diego. Das ist Enno. Das ist Pablo. Und das ist Schrubbel. Zusammen ergeben die zwei Anfangsbuchstaben Medienpass. Hier ist noch eine kleine Übersicht, falls Sie die Namen vergessen haben. Merlin, Diego, Enno Pablo, und Schrubbel gehen in dieselbe Klasse der Nikolaischule. Heute ist Montag und Sie haben eine Hausaufgabe am Computer aus. Sie müssen nämlich einen Aufsatz über Ihr Wochenende schreiben. Als sie am Nachmittag alle bei Diego waren, erklärte Diego erstmal alle Programme, die er am Computer kannte. Das waren nämlich Microsoft PowerPoint, Microsoft Word und Microsoft Excel. Er erklärte auch, dass es für den Aufsatz am besten wäre, mit Microsoft Word zu arbeiten. Also öffnete Diego Word. Er schrieb seinen Aufsatz. Als nächstes kam Enno. Er schrieb seinen Aufsatz auf. Auf einmal kam eine E-Mail. Diego öffnete diese. Auf einmal stürzte der Computer ab. Diego probierte es noch einmal, ihn wieder hochzufahren. Nur leider kam er nur bis zum Startbildschirm. Pablo hatte eine Idee. Er nahm sein Handy, öffnete YouTube und gab das Stichwort Virus ein. In dem Video fand er heraus, dass es viele verschiedene Virustypen gab. Bei ihnen handelte es sich wohl um einen Piratenvirus. Er fand außerdem heraus, dass es mehr Informationen in einem Computershop geben würde. Also gingen die fünf Freunde zum Computershop. Ein netter Mann begrüßte sie und fragte: Was kann ich für euch tun? Pablo sagte: Wir haben ein Problem. Wir haben ein Computervirus und würden gern den Code für den Sperrbildschirm haben. Der Mann suchte in seinen Unterlagen. Der Mann endlich wieder kam, hatte er die Unterlagen dabei. Er sagte ihnen den Code und Pablo schrieb mit. Er lautete 937645. Dann gingen sie wieder nach Hause und gaben im Sperrbildschirm den Code ein. Endlich ging der Computer wieder und alle anderen, die noch nicht dran waren, schrieben ihren Aufsatz.